Dieser Mann malt einen neuen Basketballplatz an, als ein Geschenk an seine Gemeinde, und das Endresultat ist wirklich erstaunlich. Zuerst nimmt er Grün und schiebt es in jede Ecke des Feldes, wodurch der Platz einen besseren Untergrund bekommt. Er nimmt dann Rot, um den restlichen Bereich abzudecken, aber bleibt bis zum Ende dran, denn vertrau mir, es wird sich lohnen. Als er dann mit den Ecken fertig ist, kommt er zur Mitte und schafft es, den Übergang perfekt hinzubekommen, ohne einen einzigen Fehler. Danach nimmt er ein helleres Grün und legt eine zweite Schicht, bevor er dasselbe mit Rot macht. In seinem letzten Schritt malt er noch die weißen Umrandungen an, und wenn du denkst, dass es gut aussieht, abonniere.